Die nächste Plattform, die wir vorgestellt bekommen, ist 100days.ch. 100 Tage, um dein Projekt Wirklichkeit werden zu lassen, ist die Devise. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Also hallo zusammen, mein Name ist Christian Klinner und das ist mein Geschäftspartner Romano Strebel. Wir beide haben Ronorb im 2004 gegründet und seit diesem Frühling 100 Days. Und wir möchten euch zeigen, was wir unter Social Production verstehen. Ganz wichtig ist, bei uns hängt Social Production zusammen mit Ronorb. Ich gehe mal davon aus, dass ein großer Teil Ronorb kennt. Für die, die Ronorb nicht kennen, ein kleiner Aufklärungsfilm. Teilt er das Ron mit und Ron weiß dann Bescheid. Falls jemand eine seltene Platte zu verkaufen hat, teilt er das Ron mit und Ron weiß dann Bescheid. Wenn ein spezielles Konzert ansteht oder wenn es eine neue angesagte Location in der Stadt gibt, Ron weiß darüber Bescheid. Und Ron ist bereit zu teilen. Ach bitte, nicht schon wieder dieser Quatsch. Ich rede von all diesen spannenden Sachen in deiner Stadt, über die Ron Bescheid weiß und welche er seinen Freunden verrät. Falls du zu seinen Freunden zählen möchtest, wird er natürlich sein Wissen auch mit dir teilen. Du brauchst dich nur hier anzumelden und du wirst dann regelmäßig über das inspirierende und spannende Stadtleben benachrichtigt. Natürlich kannst auch du Ron etwas mitteilen, falls du etwas zu sagen hast. Sagen wir mal, du organisierst einen Anlass oder du bist auf der Suche nach den passenden Leuten für irgendeins deiner Projekte. Oder du hast ganz einfach deine Schlüssel verloren oder du vermisst deine Katze. Dann kannst du das auf Rons Stadtwebseite posten. Das machen eigentlich all seine Freunde. Ron sucht sich dann die besten und faszinierendsten Sachen aus und schickt dir regelmäßig eine E-Mail zu, damit auch du immer Bescheid weißt, was in deiner Stadt läuft. Ron weiß einfach, was abgeht und er vernetzt dich direkt mit der Stadt. Registriere dich kostenlos gleich hier und werde Teil deiner Stadt. Also wer jetzt nur Bahnhof verstanden hat, wir sind ein Online-Verlagshaus, wo eigentlich aus einer Webseite besteht, wo all die User aus der Stadt ihre Kommentare hochladen, Forumsbeiträge machen, Inserate hochladen. Und dann haben wir unser Impulsmedium, der Newsletter, der täglich rauskommt, wo täglich Impulse in die Stadt gibt, mit Inspiration und versucht, die Stadtbewohner zu vernetzen. Das läuft ziemlich gut. Wir haben in 2004 angefangen. Wir sind jetzt in 15 Städten unterwegs, auch im Ausland. Und in der Schweiz haben wir jetzt 150.000 Abonnenten und jeden Monat stoßen 3.000 dazu und das ohne Marketingbudget. Das ist alles nur viral. Jetzt fragt ihr euch, was hat das mit Social Production zu tun? Wo Romano und ich im 2004 Ronorb gestartet haben, hatten wir eine Mission. Die Mission, die wir bis heute haben, nämlich die Stadt und ihre Bewohner zu vernetzen und zu inspirieren. Der Effekt, es sind zig Projekte entstanden, die von Ronorb initiiert worden sind und von den Stadtbewohnern umgesetzt. Ein Beispiel. Wir haben Ronorb als Impulsgeber. Wir hatten anfangs Jahr über Surf-Yoga berichtet. Das ist eine Trendsportart aus den Staaten, wo die Leute auf dem Surfbrett Yoga machen. Unsere Gemeinschaft hat darüber diskutiert und fand es eine gute Idee. Und eine Person daraus hat gefunden, ich probiere es aus und ging auf unsere Social Crowdfunding Plattform 100 Days und sagte, ich suche 14.000 Franken, ich möchte in Zürich SAP Yoga anbieten. Wir haben das natürlich wieder aufgenommen in Ronobs Mail an 150.000 Leuten verschickt und gesagt, seht mal, was möglich ist. Leider hat sie darauf das Projekt abgebrochen, weil es sind so viele Stimmen daraus gekommen und gesagt haben, hey, ich habe Surfbretter. Hey, die Seebad Enge hat gesagt,
komm zu uns, mach bei uns Sub-Yoga. Eine Yogalehrerin hat gesagt, ich mache das gratis für euch. Und schon seit einem Monat kann man auf dem Zürichsee Sub-Yoga machen, immer freitags morgen. Und das ist eben für uns Social Production. Und jetzt wird euch Romano Neres zu 100 Days erzählen. Genau. Hallo. Wie Christian erwähnt hat, ist 100 Days unsere jüngste Plattform, die eigentlich die Idee von Ron Orb und seiner Vernetzung und Inspiration ergänzt. Und ich zeige euch, was wir seit Beginn zusammen gelernt haben, was uns eigentlich seit Februar dieses Jahr, wir sind erst seit Februar dieses Jahr live, welche Erfahrungen wir direkt mit den Projekten haben. 5 Learnings aus dieser eher kurzen Zeit, 6 Monate. Zuerst mal, wir haben eine Crowdfunding-Plattform, die ähnlich wie mein Vorredner eigentlich Projekte zeigt. Man kann sein Projekt vorstellen, man definiert einen Zielbetrag, den man für das Projekt braucht, und die Plattform funktioniert nach dem Alles-oder-Nichts-Prinzip. Das heißt, der Initiator muss diesen Betrag erreichen, damit er das Geld auch kriegt. Als Dankeschön bekommen die Menschen kein Geld oder keine Anteile, sondern emotionale Zinsen. Wir nennen das Goodies. Das sind Dinge, die man für einen Betrag bekommt. Das kann zum Beispiel sein, dass man, wenn man 100 Franken gibt, persönlich mit einem Regisseur 15 Minuten Skype chatten darf. Oder man wird eingeladen zu einem Nachtessen bei einer Theaterproduktion und so weiter. Das sind emotionale Zinsen sozusagen, die wir anbieten. Crowdfunding für alle war unser erstes Learning, weil Ron Orb ist eigentlich eine Plattform, die seit 8 Jahren sehr open, mit dem Open-Source-Gedanken lebt und die Leute in der Stadt vernetzt. Und wir wollten auch das im Crowdfunding auch anbieten, dass jeder oder jedes Projekt, egal in welcher Ausprägung, dort stattfinden kann. Es spielt uns keine Rolle, ob das aus Kultur, aus der Wissenschaft, aus der Industrie oder aus dem Dienstleistungsbereich kommt, wenn das Projekt von A bis Z abgewickelt werden kann und es braucht Leute, die das unterstützen, können sie das bei uns reinstellen und eben solche Goodies als Gegenleistung anbieten. Wichtig, das wurde heute Morgen auch gesagt, Crowdfunding hat eigentlich 3 Erfolgsfaktoren, die stimmen müssen. Es ist eigentlich Qualität vom Projekt. Da schauen wir ganz genau drauf, komme ich nachher noch, wie wir das machen. Das zweite ist die Qualität des Netzwerkes, das man selber mitbringt. Also Crowdfunding ist kein Freipass für Geld. Das ist auch ganz wichtig zu wissen. Es ist eigentlich große Arbeit, die man da reinsteckt selber. Indiegogo, eine große amerikanische Plattform, hat mal gesagt, es sind etwa bei ihnen 75-80% der Gelder, die über Crowdfunding reinkommen, sind Freunde oder Freunde von Freunden. Also das heißt eigentlich, das enge Umfeld ist Schlüsselspieler bei der Finanzierung von solchen Projekten. Und es ist der Mensch. Der Mensch, der im Zentrum steht, der eigentlich das alles ausmacht, ob es funktioniert oder nicht, sage ich euch auch nachher noch, was wir da gelernt haben sofort. Hier ein Projekt, das bei uns auf der Plattform war. Es war ein Projekt, das wir sehr kritisch hinterfragt haben. Da wollte jemand in Bern hier ein Café eröffnen und wollte eine Kaffeemaschine über unsere Plattform finanzieren, weil er die brauchte für sein Café. Wir haben das angeschaut und gesehen, dass es eigentlich für das kleine Quartier sehr sinnvoll ist, er die Leute auch hat, die dieses Kaffee haben wollen. Und als Goodies hat er dann Jahrespass und Kaffeepässe und Essenspässe angeboten, wo man dann eigentlich dann, wenn man etwas gibt, durfte man dort Kaffee trinken. Und es hat sehr, sehr gut funktioniert. Er hat sein Netzwerk aktiviert und konnte 174 Booster eigentlich im engeren Umfeld finden, wo eigentlich sagen, ja, ich will, dass das Kaffee und diese Kaffeemaschine dann im Laden steht. Und wir wiederum von Ron Orb haben das Projekt mit Ron Orb Bern in die ganze Stadt getragen und auch in die ganze Schweiz und konnten so eigentlich unser Netzwerk über sein Netzwerk stellen und in der kurzen Zeit diese Kaffeemaschine für ihn möglich machen. Das ist auch ein Projekt, das ist gerade gestern finanziert worden. Das ist ein soziales Projekt, das ist eigentlich jetzt ein neuer Rekord bei uns. Die haben 50.000 Franken gesucht und haben das gestern geschafft. Da geht es darum, dass sie eigentlich eine betreute Wohnwerkschaft für junge männliche Schulabgänger kreieren wollten und ein Teilbudget für einen Anbau bei uns finanziert haben. Dann das zweite Learning,
das Wissen um Crowdfunding ist enorm wichtig. Wir haben vor 8 Jahren mit Ronorb begonnen und hatten 100 Freunde angeschrieben und ihnen Ronorbs Mail versandt. Und 8 Jahre später haben wir jetzt 150.000 Abonnenten. Und das ganze Wissen, das wir in diesen 8 Jahren über Social Media, Kommunikation und Stadtleben eigentlich mitgelernt haben, steckt heute in 100 Days drin. Die Leute bekommen von uns ein Marketing-Cockpit sozusagen, wo sie ihr Projekt führen können. Sie bekommen Tools, also es gibt Banners, es gibt Web-Widgets, das sie einsetzen können, es gibt Flyers, die sie gratis bekommen, Posters, Newsletter-Tools, die sie nutzen können. Und so eigentlich mit viel Energie diese ganze Kampagne, eben die bis zu 100 Tage bei uns stattfinden tut, führen können. Was es auch gibt bei uns, ist ein Handbuch, weil wir sind ganz fest der Meinung, dass es ja bei Kommunikation irgendwelcher Art, die Planung ist entscheidend, zusammen mit den Maßnahmen. Und deshalb ist es wichtig, dass man eine gute Planung macht. Wir bieten ein Handbuch an, das sehr detailliert über alle Kanäle hinweg erklärt, wie man wo mit welchen Maßnahmen kommunizieren kann und wie man eben solche Netzwerke auch einbindet. Gerade wichtig für Leute, die sonst vielleicht stark in ihrem Projekt sind, aber eigentlich in der Kommunikation Defizite haben, da sind wir sehr stark in der Unterstützung. Also das Learning davon haben wir eigentlich, eben wo wir Ronorb gegründet haben, hatten wir auch nach Geld geschaut, nichts gefunden und wir haben 8.000 Franken gestartet und heute sind wir 20 Leute. Und das ist alles aus den 8.000 Franken entstanden, inklusive jetzt auch 100 Days. Wir haben gelernt, ohne Geld Aufmerksamkeit zu erregen. Genau. Und dieses Know-how geben dieses wir Know-how eben. Dieses Know-how geht jetzt eigentlich rein und geben wir jetzt eigentlich weiter diesen Projektinitiatoren. Und hier ist das Dashboard zum Beispiel, wo man auch sieht, man kann dann Maßnahmen erfahren und hat Statistiken, wo man sieht, welche Effekte man auslöst. Man hat ein Newsletter-Tool, wo man in alle Social-Netzwerke direkt mit einem Klick seine News verteilen kann. Und eigentlich so dieses Campaigning, ganz im Sinne eines vielleicht fast amerikanischen Wahlkampfes, 100 Tage lang kämpfen und sein Projekt eben unter die Leute bringen, weil es ist, nur so ist es erfolgreich. Dann der Ronorb-Effekt. Es ist wichtig, dass eigentlich, wie erwähnt, dieses Stand-Up-Paddling-Projekt in Zürich war eigentlich wegen Ronorb dann trotzdem erfolgreich, obwohl es finanziell eigentlich dann nicht geklappt hat oder es hat es nicht mehr gebraucht, diese finanziellen Mittel. Aber Ronorb kann eigentlich ganz lokal Projekte aufnehmen als weitere Community und diese im lokalen Umfeld oder in der Schweiz oder im ganzen deutschsprachigen Raum, wir sind auch in Deutschland, in Berlin, Hamburg, München, Wien, den Leuten zusenden und sagen, hey, schaut mal, da gibt es was Tolles, macht doch mit, unterstützt doch die Person. Vielleicht auch nur mit Wissen, mit Talent, mit Know-how. Man kann bei uns auch so Unterstützung auf die Plattform bringen. Aber dann passiert eben das, dass wir ein Netzwerk mitbringen, das vielleicht der andere nicht so in dieser Ausprägung hat. Hier ein Beispiel, die Fußball-Europameisterschaft diesen Sommer, da hat Kai, das ist ein Illustrator, ein Projekt, ein alternatives Panini-Album kreiert und hat bei uns für die Produktion von diesem Buch 10.000 Franken gesucht. Und wir haben das dann aufgenommen mit Ronorb, haben das auch begleitet mit Interviews und haben ihn eigentlich sehr in einer breiten Öffentlichkeit vorgestellt. Und er konnte so die Multiplikatoren, die wir da ermöglichen, eben wirklich nutzen, weil viele Medien sind dann aufgesprungen und das Projekt wurde sehr schnell dann finanziert und er konnte die Albumproduktion nach der Euro dann angehen. Der vierte Punkt, der für uns wichtig ist, ist der persönliche Support. Der Mensch ist für mich im Zentrum, das haben wir gelernt. Crowdfunding ist immer etwas, so wie wir es betreiben, zwischen Menschen. Es sind keine Institutionen. Also das heißt, der Mensch mit seinem Projekt steht im Zentrum und andere Menschen kommen dazu, mögen ihn und sein Projekt und unterstützen ihn. Wir haben teilweise Institutionen, auch Labels oder so, die bei uns Projekte machen, führen, aber immer dort wird ein Mensch ins Zentrum gesetzt. Das ist nie die Organisation, sondern die Person. Und diese Person kommuniziert dann auch. Diese Person macht das Projekt erlebbar, 100 Tage lang und steht für das Projekt da. Dann funktioniert Crowdfunding sehr gut in der Schweiz. Beim Start kann man bei uns in 12 Schritten, das ist unsere sozusagen Due Diligence
das Projekt erfassen, sich eingeben. Wir übernehmen dann eigentlich das, wir steigen in einen Dialog ein mit der Person, schauen, wo welche Defizite oder Vorteile liegen. Und dann auch vor allem versuchen wir herauszufinden, welche Talente die Person besitzt. Es gibt Leute, die sind sehr gut in ihrem Projekt, was sie tun, aber sie sind vielleicht nicht so gut vernetzt, wie es sein sollte. Oder sie sind nicht aktiv in Social-Media-Kanälen und so weiter. Und das versuchen wir so auszuwägen, damit eben auch ein Team zum Beispiel gleich zu Beginn entsteht, dass eben diese Defizite dann während der Projektlaufzeit nicht auftauchen. Wir unterstützen ihn beim Video, haben wir auch mehrfach schon gehört, dass das sehr, sehr wichtig ist. Wir zeigen ihm, wie diese Goodies entwickelt werden. Hier ein Beispiel einer Sängerin, die hat dann für 500 Franken, konnte man bei ihr zum Zfiri gehen und man bekam das beste Tiramisu der Stadt und dann persönlich die CD überreicht und ein Gespräch mit ihr. Das ist so ein, sozusagen ein emotionales Erlebnis, das man sich für 500 Franken besorgen konnte. Und dann geht es eben darum, dass die Person, wo das Projekt führt, bis zu 100 Tage wirklich rennt und macht und sich bewegt und kommuniziert. Studien aus den USA zeigen auch, wer nicht alle 4 Tage mit neuen News während seinem Projekt in die Öffentlichkeit geht, hat nur halb so viel Chance, je finanziert zu werden. Das ist enorm wichtig, dass man da Zeit hat und investiert. Bis zum letzten Tag, dann passiert nämlich das, dass die Leute Liebe entwickeln für das Projekt. Und Liebe umgesetzt sind dann kleine bis größere Beiträge, die aufs Projekt eingezahlt werden. Zum Schluss, das letzte Learning war, wir haben von Anfang an eigentlich einen offener Zugang gesucht für die Leute, die mitmachen wollen. Weil das größte Problem ist bei Plattformen, dass man den Willen hat, jetzt will ich was spenden, was tun, was beitragen und dann kann ich nicht, weil irgendwie der Zugang nicht funktioniert. Und wir haben uns für ein System entschieden, das eigentlich ohne mühsames Login zu Beginn aufwartet, sondern man kann direkt mal spenden und das Login wird nachgelagert eigentlich umgesetzt. Wir haben Zahlungswege entwickelt, zusammen mit einem Partner, wo man sämtliche großen Zahlungspartner eingebunden haben. Und speziell möchte ich SMS erwähnen, das wir auch weiterentwickeln, wo man direkt eigentlich per SMS Zahlungen machen kann, ab 15 Franken übrigens ist das unser lowest level. Und dann eigentlich vor allem für Projekte von jüngeren Personen, die vielleicht gar keine Kreditkarten haben oder das Umfeld noch gar nicht so weit ist, aber mit Mobile-Geräten dann sehr aktiv kurz ein Projekt finanzieren können. Hier bauen wir weiter aus, das wird bei uns im Fokus sein, weil wir spüren hier einen starken Zuwachs der Aktivitäten und sehen da großes Potenzial, diesen Zahlungsweg noch weiter einfacher zu gestalten, auch via Apps und anderen Wegen. Und wir haben als Partner Fairgive, die kontrollieren das ganze Konto, die ganzen Spenden, also Beiträge, die da reingehen. Fairgive ist ein Verein, der NGOs prüft, so der ist auch für andere wie WWF und Mezzo Sano Fronti und so weiter tätig, damit eben die Sicherheit eben für die mitmachen, auch gewährleistet ist. Also wir haben keinen Zugriff auf das Konto. Ich hoffe, wir konnten kurz zeigen, was wir tun und wie wir Social Production verstehen. Und wir hoffen, wir sehen uns auf 100 Days für alles, was Spaß macht. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Sind dringende Fragen? Okay, eine. Sehr interessant. Ich hätte eine Frage zum Geschäftsmodell. Könnt ihr dazu noch etwas sagen? Also wie verdient ihr euer Geld? Also es ist heute finanziert von Ronorb, dort verdienen wir hauptsächlich unser Geld. Heute ist es so, dass wir auf erfolgreiche Projekte, also alle, die den Zielbetrag erreichen, bekommen wir 5%. Das ist die Bearbeitungsgebühr, die wir haben. Nun, da kann man sich ausrechnen, das ist nicht so enorm. Also wir arbeiten eigentlich daran, dass wir in Zukunft, wir sind eben noch ziemlich in der Startphase, mit Partnern eigentlich da gewisse Kategorien, die sich jetzt schon herauskristallisieren, weiter aufbauen wollen, die dann eben auch
einen gewissen Benefit haben, wie sie diese Projekte, sage ich mal, eventuell auch weiter betreuen können oder die Leute dahinter weiter betreuen können. Da sind wir dran jetzt so mit Partnerships. Ich hoffe, dass wir das in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahr da konkret sein können, wie wir das in Zukunft wirklich finanzieren. Es ist so, es ist heute kein Businessmodell, das schon läuft, aber wir sind schon ziemlich zufrieden, wie es läuft, muss ich sagen. Wir verdienen schon ein klein wenig Geld. Und ich glaube aber, dass das stark noch wächst. Wir sehen das auch vom zum Beispiel Spendebetrag ist jetzt bei 112 Franken pro Boost. Das haben wir im Februar, als wir gestartet haben, war das 66 Franken. Also das hat sich unglaublich erhöht. Das heißt, das Vertrauen ist stärker, die Projekte sind größer. Also das ist alles in guter Entwicklung, sage ich mal. Geschäftsmodell Ronorb ist 80% Werbung, Lizenzen ein wenig und usergenerierter Income, Verkauf von User. Ja. Okay. Ist noch eine kurze Frage. Könntet ihr noch mal erklären, warum es euch so wichtig ist, dass es nur von Personen ist und nicht von Firmen? Also in gewisser Weise ist es ja ein bisschen ähnlich wie Kickstarter, hat sich das so angehört. Und bei Kickstarter sind ja hauptsächlich Firmen und die machen auch gut Geld damit. Also da läuft ja das Geschäftsmodell. Also es ist so, es können schon Firmen sein, das ist nicht der Punkt. Das sind auch Firmen teilweise, die hier Projekte haben. Wichtig ist einfach, dass eine Person dasteht, die man sieht mit dem Gesicht, die sagt, ich bin das. Und es ist nicht eine Firma, die halt mit dem Logo sozusagen auftritt und dann sagt, das ist die Firma. Weil die Person hat einfach eine höhere, also dieses Menschliche, das da sehr spielt, das ist einfach so die Erfahrung. In einem Jahr sage ich vielleicht etwas anderes, aber heute weiß ich das. Dass die erfolgreichsten Projekte sind, die auch von Personen in einer Firma einfach geführt werden, sehr persönlich, sage ich mal, sehr aus persönlichem Antrieb heraus geführt werden. Anders verhält sich natürlich bei einer Marke. Wenn wir eine starke Marke haben, die genug Fans hat, dann funktioniert das auch. Okay.